Mache ich halt die Nacht durch. Gut, Autonomous Excavator. Um es nochmal anzubringen. Ja. Macht den schon wer oder soll ich? Nee, mach du. Wo haben wir denn die Diamanten und Emeralds da? Alles meins. Mit Piston und dem Medic Servo. Das heißt, wir brauchen wieder Redstone. Aber ich mache gerade Redstone nur für mich. Und Eisen. Beziehungsweise Stahl. Hä, wieso kann ich das hier nicht platzieren? Ach, weil es zu dunkel ist. Oh Mann. Und mit dem Stahl, wie sieht's damit aus? Ich brauche Redstone für. Ach so. Okay. Und dann ist das, was du gerade machst, okay. Kann ich mir schon wieder keine Lava holen, weil jetzt wieder der Pulverizer genutzt wird. Ja. Das heißt, du kannst also nicht ein Stück Redstone entbehren, oder wie, Markus? Eins schon. Aber mehr nicht. Okay. Ja, mehr brauche ich ja nicht. Vor allem der Crucible leert sich, obwohl er doch gar nicht angeschlossen ist. Weil ich den gerade angeschlossen habe, weil die Ente gerade komplett leer war. Ja. Aber der andere ist doch angeschlossen, also. Ja, dann lass uns halt gleich, keine Ahnung, 7 weitere machen und dann ein fettes Array machen. Ja. Von diesen Cobblestone-Dingern. Ein weiter Crucible will mir reichen. Vorausgesetzt, ich krieg langsam mal Lava, um viel zu schmelzen. Na klar, Item Ducts haben wir. Liquid Ducts auch. Eben. Aus welchem Material sind die blöden Teile denn? Oder was sind das für Crucibles? Porcelain Clay. Und das dann mal gebrannt. Ja, dann jage ich nicht alles das durch und dann kann man. Porcelain Clay ist einfach nur Clay und Bone Meal, ja, okay. Brauchen wir 7 Stück von mindestens, so passt das. Das war der Spambot. Naja, hier hast du schon mal ein bisschen das. Ich ja. Grab dabei weiter. Gut. Schon, braucht der Pisten wirklich Eisen? Oder kann man da inzwischen auch was anderes nehmen? Pisten. Eisen oder Aluminium. Okay. Haben wir Aluminium? Ja. Also wirklich als Ingot, meine ich. Nein. Nehme ich's trotzdem. Ich guck mal, ob es hinpasst. 3 Porcelain Clay haben wir noch, 4 Clay habe ich drin schon. Also brauche ich jetzt nur noch ein bisschen Bone Meal. So einen Redstone bräuchte ich. Bone Meal in irgendwelchen Kisten. Wo ist es? Ach, das ist noch eine Sache, die ich machen wollte. Ich wollte eigentlich eine Kiste mal upgraden auf Kupfer oder so, aber das muss auch wieder schmelzen. Wo ist der Redstone hin? Ich habe einen im Inventar, sehe ich gerade. Ja. Okay. Wo kommt der jetzt nur her? Von Markus. Mhm. Der hat nämlich eigentlich mir zugeschmissen.
Kupfer vielleicht. Das. Auch nicht. So, erstmal schön drei ganze Salatköpfe essen und dann noch ein Brot hinterher. Und noch was. Gesünder geht's hier wohl echt nicht. Wo hattest du denn? Machst du jetzt gerade schon die Kupfer-Chest oder soll ich? Ich mach was anderes. Okay, dann mach ich die Kupfer-Chest und dann gleich auf Silber hoch. Wenn du Eisen auslässt, gerne. Und dann vielleicht noch Gold, wir haben ja genügend. Crucible muss man dann einfach in den Ofen schieben, oder? Ja. So, damit auch ja die Logik erhalten bleibt, brauche ich erstmal irgendwie. Ja, doch, hier, das brennt recht gut. Ja, vermischt sich Silber und Copper irgendwie? Dürfte es nicht, macht keinen Sinn. Silber und Gold. Silber und Gold gibt Elektrum, ja. Ja. Deswegen, ich mache das einfach nur, weil es der Logik entspricht in dem halben Slab Furnace, weil man nämlich in einem halben Block großen Ofen einen ganzen Block großen Crucible feuern kann. Nee, das ist ein IKEA-Ding. Weißt du, du hast die zum Zusammenklappen. Genau. Ja. Wenn du noch 20 Schrauben dazu kaufst und ein Brett, dann kannst du es vielleicht zusammenbauen. Oh, wir haben fast kein Fuel mehr für die Smeltery. Was glaubst du, woran wir hier seit 20 Minuten hängen? Dass wir da unbedingt Lava rausholen wollen, was aber nicht geht, weil die ganze Zeit hier reingepumpt wird. Weshalb ich ja gerade den neuen Crucible gemacht habe. Ah. Ja. Willkommen in unserem Zeitalter. Mhm. Ey, willkommen in unserer Zeitalter. What the fuck? Was machst du eigentlich die ganze Zeit, Frank? Ich nehme die Farbe. Ich arbeite. Oder? Ja, mehr oder weniger. Okay. Ich hänge eigentlich die ganze Zeit nur hier rum. Weil ich glaube, so langsam müssten wir genug Nahrung haben. Ja, aber das ist. Ich will das ganz groß bauen. Für jede einzelne Pflanze, die man anbauen kann, will ich einen Stockwerk bauen. Du weißt schon, dass wir inzwischen, ich glaube, 42 Pflanzen haben. Ja, deswegen. Ich 42 Stockwerke bauen. Sachen, die auch wirklich Sinn machen, so ein bisschen wenigstens. Also, manche Sachen, die sich irgendwie komplett ähnlich sind oder so, muss ja nicht sein. Doch. Soll ich dir helfen? Zum Beispiel Wheat and Barley. Das wäre nett, ja. Das machst du wegen dem Eisen, oder? Ja. Eisen habe ich. Wie gesagt, Eisen habe ich jetzt noch 16. Jetzt habe ich 25 insgesamt. Okay. Keine Ahnung, wie viel du schon im Inventar hast. Ja, gar keins, sonst hätte ich es aufgesammelt. Ah. Dauert nicht lange, ich bin fertig. Kann ich sogar nicht stehen bleiben. Ja. Komm ich von hier aus an die. Perfekt. Mhm. Den Crafting-Teil ran, dann kann ich nebenbei noch den Moosball machen. Und hier die. Ne, das kann ich ja. Ah, du bist durch, okay. 27 Eisen. Ah. Also im Prinzip 13. Dann hast du auch genug für dich. Jo. Lag schon wieder. Stimmt. Ja. Ey, kaputt. Ui, was war das? Hoch, da hat's euch alle gekickt. Mhm. Ach, was hat's das? Also, ich bin noch droben. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, ja. Wahrscheinlich ein kurzer Reset von deinem Motor oder so. Möglich. Ja, weil ich kann den Server nicht erreichen. Ebenso. Das ist Minecraft-Bug.
Besten. Na okay, komplett schließen ist doof. Einfach ein bisschen warten. Na, dann schließe ich halt mal komplett und mach wieder komplett neu auf. Dauert ja nicht lang. Wieder da. Lippe. Ich sehe jetzt in der Konsole dieses What are you doing tomorrow night und so weiter. Das sind Synchros, Construct und Terror, die da reden. Mhm. Ist schon nice, ne? Mhm. Habe ich jetzt meinen eigenen Crucible aufgestellt habe. Der so langsam vor sich hinköchelt. Ha, ich habe einen Lava-Bucket geklaut. Okay. Hat irgendwer einen Aluminium-Barren? Mhm. Warte, hier. Ja. Ach ja, das Zeug braucht ihr jetzt auch, wa? Mhm. Warte, was denn die? Ich bring's rüber. Lava ja, ist drin, so. Aber im Dings wird mir nichts angezeigt. Ah. Jetzt vielleicht? Hm. Es läuft auf jeden Fall, also wenn ich was reinlege, läuft. Ja, jetzt hat es ein Liter geschluckt. Wird mir auch angezeigt, ja. So, dass das nochmal in war. Ich habe nur noch einen in war. Blöd. Und es war zwei Eisen so rum. Ein längliche andere. Mal schauen, passt das. Es ist ganz viele Eisen, ja. Gut. Ist abgezählt, nehme ich an. Wie abgezählt? Dein Eisen. Es ist eins zu viel. Also ein halbes Eisen wird drin bleiben. Ich hätte aber keinen Bock, das wieder rauszuholen. Nicht mehr, so. Jetzt passt's, ja. Aber jetzt hast du Nickel zu viel. Nee, das passt schon. Da kommt dann ein Inbar raus. Ah, ja klar. Ja. Warum? Weil ich noch ein Inbar brauche. Für ja, aber Inbar ist doch... Ist Inbar nicht 3 und 1? Nee, Inbar ist 2 und 1, soweit ich sie gesehen habe. Ah, okay. Stimmt, ja. Ja, hast recht. Oder? Lass mal kurz ich doch. Ich glaube schon, dass du recht hast. Jo, 2 Eisen, 1 Nickel. Gibt irgendeinen schiefen Wert an Invar. Drei? Okay. Macht Sinn irgendwie. Wartest du auch auf die Lava? Ja. Allerdings für Obsidian. Egal, ich hab deinen Eimer. Wir brauchen noch mehr Crucibles. Dann mach noch welche.
Jetzt schmerze ich mal das Eisen wieder raus. Hast du noch irgendwo Porcelain Clay? Nein. Bisschen dürfte noch in Chests liegen, so 3 Stücke oder so. Ist mir zu blöd. Wie kann man das umdrehen irgendwie? Was denn? Ach, da ganz unten ist Invar. Ja. Aber da kommt nichts bei raus. Hä? Ich kann das nicht ausgießen. Moment. Weil Invar 0 Millibuckets ist und es trotzdem drin steht. Über Havana steht 0 Millibuckets drin. Da steht überhaupt nichts drin bei mir. Komisch. Einfach mal Eisen nach unten packen vielleicht. Das geht. Und ausgießen. Klappt auch. Scheinbar. Ah, jetzt läuft's, ja. Soll ich es machen? Naja, mach doch mal. Ich hab kein Porcelain Clay mehr. Ich brauch den Eimer mal zurück. Leck. Wie viele Etagen sind denn das jetzt schon? 5. Ja, 5 und ein Rahmen. Wenn du meinst. Das und dieses und jenes. Und trotzdem brauche ich noch einen Clay. Kann ich mir da vielleicht ein bisschen Dreck bauen und die passive Mobfarm ausbauen? Ja, natürlich. Haben doch genug hier. Hier habt ihr was hingeschmissen. Danke. Haben wir noch Glas da? Nö. Ehrlich. Ehrlich. Bah. Und noch Sand da. Auch nicht. Brauche ich noch 3. 3 Obsidian.
Wofür? Fürs Netherportal. So. Quest. Ich weiß, guck hier viel zu oft drauf. Harvest the Planter Sickle und Sludge Boiler. Theoretisch ginge das. So, noch ein Other Brewer? Hat demnächst. Tank, Tank, Tank. Vorholzglas, das geht. Lassen Obsidian, das geht eigentlich auch. Hat irgendwer eine Tinkers Construct Axe, die er nicht will? Theoretisch, wofür? Brauchst du die? Ich will die einfach nur selber haben, weil ich Tinkers Constructs Sachen mag, seitdem die sich upgraden können. Achso, ja. Wegen hier vom Haus rum. Ah. Axe of Despair Reinforced. Ach ja. Axe of Despair war gerade die einzige, auf die ich nicht gehofft habe, weil das diese Standardwaffe ist, aber... Ja. Ja, die anderen sind ja voll. Alles andere wurde irgendwie gedroppt, aber keine Äxte mehr, ne? Nö. Gut, dann nehme ich die. Weil, das hier liegen noch Steinäxte und so rum, auch in den Kisten, also so ist nicht. Haben wir eigentlich Fortschritt mit dem Stahl? Dauert halt bis Ewigkeiten. Und. Ja, ich brauche Redstone und Iron.